hast in letzter Zeit ziemlich viele Trainingssessions ausgelassen. Denk daran, dass das Training dir dabei hilft, dich mit den Strecken vertraut zu machen, die Autoeinstellung zu überprüfen und neue Daten für die Fahrzeugentwicklung zu gewinnen. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Der Witzbold, Bottas und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Das war eine tolle Qualifying Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Hauptfeld starten? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Sie haben dieses Wochenende kaum trainiert. Schonen Sie Ihr Auto? Danke für den Kommentar.
Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Hier sind wir also. Es ist Renntag in Spielberg, hier beim diesjährigen Großen Preis von Österreich. 2019 sah man hier auf den Tribünen ein Meer von roten Mützen im Andenken an den großartigen Niki Lauda, der hier natürlich auch einen Heimsieg feiern konnte. Das war das Jahr 1984. Auch heute sind wieder alle Plätze ausverkauft. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Und was wäre ein Grand Prix-Wochenende ohne den einzig wahren Stefan Römer neben mir, der sie mit mir gemeinsam durch das Geschehen führt? Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Abgesehen davon kann es natürlich passieren, dass irgendein Vorfall in Kurve 1 das Rennen komplett auf den Kopf stellt. Hoffen wir mal, dass alle das Rennen heil überstehen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der Witzbold startet aus der Pole-Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Vettel, Charles Leclerc und Verstappen, Albon, Ricciardo, Perez und Danny Quert, Ocon, Stroll, Lando Norris und Raikkonen, Gasly, Grosjean, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen. Russell, Sainz, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Latifi und Luca Giotto. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin.
schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,7 Sekunden. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Spitze, wirklich toll, das hast du echt gut gemacht. Wir sehen glückliche Gesichter an der Boxenmauer nach diesem phänomenalen Sieg hier in Spielberg und das völlig zu Recht. Es war eine brillante Teamleistung. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient.
sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Witzbold vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen. Und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Die Meisterschaft scheint so gut wie gewonnen zu sein. Glauben Sie, es besteht noch eine Chance auf dramatische Wendungen? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Klasse, das war dann alles.